Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Sacred Gold, der Nuzlocke Challenge. Und wir befinden uns hier immer noch im Team Rocket Hauptquartier unter Mahagonia City, wo wir in der letzten Folge diesen Eingang im mysteriösen Souvenirshop gefunden haben, zu diesem riesigen Gebäude hier unterirdisch. Und im ersten Stockwerk haben uns auch schon einige Trainer angegriffen, wollten mit uns kämpfen. Wir sind eigentlich recht gut und souverän durchgekommen, ohne Verluste. Und jetzt wollen wir ins zweite Stockwerk immer tiefer in diesen riesigen Komplex eindringen. Und wir sind eigentlich ganz gut gerüstet, denn ich habe Offscreen noch nochmal aufgehalten und uns ein paar Hyper- und Supertränke besorgt. Und deswegen denke ich mal, können wir guten Willens tiefer ins Team Rocket Hauptquartier vordringen. So, was ist hier? The radio transmitter. It seems that this door checks the voice of the person saying the password before it opens. Okay, hier brauchen wir ein Passwort. Vielleicht hat dieser Typ es ja. Man weiß es nicht. You rotten little pest. Ja, das ist Team Rocket. Direkt mal beleidigen. Aber das werden wir ihm auch nicht zurückgeben in diesem Kampf. Drei Pokémon. Okay, Ultrigario auf 39. Sollte kein Problem für unser Infernape sein, denke ich mal. Zack. Sweet Scent. Ja, Genauigkeit geht runter, aber trotzdem denke ich mal, dass Flame Wheel auch ausreichen sollte, dank guten Spezialangriff und Holzkohle, jawohl. Und Ultrigaria ist down. Omot hat bestimmt eine Psychoattacke drauf, aber ich denke mal, wir sind schneller. Und wenn Fire Blast trifft, und das tut es in den meisten Fällen, dann sollte es hier ein lockerer One-Hit sein. Hoffe ich zumindest. Und auch auf Level 40 zwar, aber jawohl. Critical Hit, ich glaube, der hat aber nichts ausgemacht. Umot ist auch besiegt. Und noch ein Dustox. Ja. Können wir mal das gesamte gegnerische Team, das eine kleine Feuerschwäche hat, mit Infernape weghauen. Boom. Und das dürfte auch ein lockerer One-Hit sein. Sehr schön. Damit wäre der erste Rüpel besiegt. Grrr. Ja, jetzt bist du ruhig. Ne? Jetzt hast du dir Beleidigung verkniffen. Hä? Only the one who guards the boss room knows the password for that door. Where's the boss room? Who knows? Go look for yourself. Okay. Nur der Boss oder der, der seinen Raum bewacht, sein, Aufenthaltsort, der hat das Passwort anscheinend für diesen Dingsens. Dann müssen wir den finden. Und dieser Rüpel hindert uns am Weitergehen. The door won't open? Well, da, it has to have a password that only Team Rocket knows. Ja, die Sachenlage scheint langsam klar zu werden für mich. Wir brauchen dieses Passwort. Oh, Kingler. Kingler ist gefährlich. Unterdrückt auch den Bedroher von Luxtra. Haben wir Glück, dass wir mit Luxtra die perfekte Wahl vorne haben. Spark. Das Kingler kann bestimmt Guillotine, eine K.O.-Attacke oder so. Oh, und es killt nicht. Hammerarm. Nein. Eieieiei, das könnte übel enden. Boah. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ja, ich hab's gesagt. Kingler könnte gefährlich werden und das zeigt es hier auch direkt mal. Aber Luxray löst das dann noch ganz gut. Besser Hammerarm und knapp überlebt als Guillotine und K.O.-Attacke One-Hit. So gegen Shelgen. Draschel, glaube ich, vom Typ Monodrache. Können wir mal unser neues Teammitglied, unser Shiny Gyarados, bringen. Denn auch wenn es wahrscheinlich im Team bleiben wird wegen seinem Minus-Angriffswesen mit dem Eisfang, sollte es dieses Draschel hier eigentlich locker weghauen können. Aber der Damage, guckt euch den Damage an. Das ist nix. Und Gyarados müsst ihr eigentlich viel mehr machen. Denn sehr effektiv, guten Angriff müsst ihr es eigentlich haben, aber durch das Minus-Angriffswesen bringt das halt gar nichts. Zen Headbutt. Ja, komm. Twisten wir das mal zu Tode. Twister ist ja auch effektiv. Drache gegen Drache. Und damit ist Shelgen besiegt. So. Und auch dieser Team Rocket Grunt Rüpel muss einsehen, dass er verloren hat. I'm just a Team Rocket Grunt. I don't know the password. Too bad for you. Da hast du recht, das ist schade. Und da ist wieder Siegfried, der Drachenmeister. Yoni, in order to unlock the door to the radio transmitter, you need the voice of a certain person. The name of the person is Petrel, the Team Rocket Executive. Petrel, der Rocket-Vorstand, der scheint der Boss hier zu sein, der mit der Spracherkennung die Tür zum Radio-Transmitter öffnen kann, wie ich das verstanden habe. Und den kennen wir auch schon, denn wir haben schon mal in der Safari-Zone einen sehr spannenden Kampf gegen ihn gehabt. Na gut, dann wollen wir ihn mal suchen. I have found out he is hiding in their leader's office. Unfortunately though, that room is also protected with the password. Yoni, we need the password to their leader's office first.
Okay, verstanden, Siegfried. Also, Petrel verschanzt sich in dem Büro, in seinem Büro, aber das ist auch Passwort gesichert. Urg, the guy in the cape is incredibly tough, and I had no choice but to tell him all the secrets about this hideout, except that our leader's office is protected with two passwords. Also drei Passwörter. Und der Typ will nicht kämpfen, denn. Ja, Siegfried war ein bisschen zu stark für ihn. Nicht umsonst ist er der Champ der Region hier. Der Johto-Region. Und ich halte Luxray auf jeden Fall mal auf. Das habe ich eben vergessen. Und ich denke mal, wir tun auch mal Sherox nach vorne, weil es mit Level 39 noch am geringsten mit dem Level ist. Und dann wollen wir uns auch mal diese beiden Passwörter holen zum Büro von Petrel. I used to work for Sylph, but now I run research for Team Rocket. A meddlesome child like you needs to be punished. Keine Skrupel bei Gewalt gegen Kindern, also wirklich. Team Rocket, Team Rocket. Ich kann es einfach nicht gutheißen, was ihr treibt. So, Koffing sollte eigentlich Steel Wing guten Schaden raushauen. Jawohl, Gyro Ball. Alter, ich bin vom Typ Stahl. Es bringt dir gar nichts gegen uns. Gar nichts. Und Sherox sollte jetzt auch ordentlich EP abgreifen, denn durch das Lucky Egg 1,5-fache EP. Jawohl, schön. Und Weezing. Ah, gegen Weezing wächst sich lieber. Das könnte explodieren. Self-Destruct oder Explosion. Und mitten ins Gesicht boom. Und deswegen wechsle ich mal Gardevoir rein. Zwei Level drüber. Und wir sollten eigentlich schneller sein. Ja, und ich denke mal, Psychokinese sollte der One-Hit sein. Wenn nicht, könnte es übel werden. Nee. One-Hit, keine Chance für Weezing. Und Gardevoir macht sich wirklich gut. Porygon 2. Ja, bevor sich sein Typ geändert hat, ist es ja noch normal. Deswegen können wir Toxicroak mal reinwechseln. Sollte eigentlich kein Problem darstellen. Und ein Crosschop geht daneben. Sehr schön. Magnetflug. Komm, jetzt triff aber mal. Sehr schön. Und sollte eigentlich auch. Jawohl, One-Hit. Also, ihr merkt, wir sind weder underlevelt noch overlevelt. Sind eigentlich gleiches Level wie die Trainer hier, aber sind viele One-Hits dabei. Und das liegt eigentlich einfach mal daran, dass wir wirklich ein sehr solides und starkes Team haben. Sehr ausgeglichen, gegen alles vorbereitet. Naja, jetzt sage ich es gerade, jetzt kommt Elektroball rein. Wir haben keine Bodenattacke, deswegen wechsle ich Luxray mal rein, um das zu countern. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Teil mir ins Gesicht boomt. Das wäre unschön. Magnetflug, okay. Kein Ding. Ich mache mal Night Slash. Ja, Turret, sehr schön. Und bitte nicht boomen. Ah, Charge Beam. Kein Ding. Das macht uns nichts. Da haben wir eine Resistenz gegen vorzuweisen. Und jetzt müsste eigentlich dieses Elektroball auch in die ewigen Jagdgründe eingehen. Oh. Aftermath ist immer noch ein bisschen assig, finde ich, aber wir haben es ja überlebt und Scientist Ross ist besiegt. Hast du ein Passwort zufällig für den Raum von deinem Boss? Radio signal that drives Pokémon mad. My experiment is a complete success. My promotion is assured. This loss meant absolutely nothing. Okay, die Niederlage ist ihm egal. Glaube ich ihm nicht so richtig, aber gut, er wird sowieso befördert. Naja. Also diese Experimente mit Pokémon hier. Das geht einfach nicht gegen Rocket. Das geht doch einfach nicht gegenüber den Pokémon. So, wir kämpfen direkt mal weiter gegen den nächsten Rocket-Rüpel. Do I know the password? Maybe, but no weakling's going to get it. Da wir kein Schwächling sind, kannst du uns ja direkt mal überäußern, holde Dame. Naja, so hold ist sie ja gar nicht, ist einfach ein Rüpel. Und Gloom. Bugbite. Zwei Level über und sollte trotzdem kein Problem darstellen. Megasauger, Alter, wir sind Stahlkäfer. Hast du den Pokémon-Kunde wirklich nicht aufgepasst? Haben wir so eine gute Resistenz vorzuweisen. Und Steel Wing. Und das Teil kann sich verabschieden. Und langt das Lucky Eggs fette EP für Sherox und Level 40. Und Cloyster, Austoss. Gut, dass wir Luxray gerade aufgeheilt haben, denn da wir keine Pflanzenattacke haben, muss hier wieder Spark der Elektromove erhalten. Cloyster ist auch gefährlich, ist nämlich eine ziemliche Wall, aber ich denke mal. Na, Protect natürlich. Wir sollten mit Spark hier hoffentlich mal ein Turret hinkriegen. Trotz der Tatsache, dass Cloyster sehr viel aushält. Ja, lockerer Turret, sehr nice. Und Paralyse auch noch, also Luxray macht sich wirklich. Stachler, das ist sehr, sehr dumm, denn du bist das letzte Pokémon, Austoss, und wenn du besiegt bist, ist der Trainerkampf für dich verloren und deswegen bringt dir Stachler nix. Also, strategisch sehr, sehr unklug, wie diese Rüpelin agiert hat. Und das Passwort ist Slowpoke Tail. Damit haben wir schon mal das erste. Die halbe Miete ist geschafft. But it's useless unless you have two passwords. Ist klar, Madame, deswegen holen wir uns jetzt hier auch noch das zweite.
Und vielleicht hat es ja dieser Forscher. I don't care that Pokémon are hurt by our experiment. Also moralischer Verfall wirklich bei Team Rocket. Man sieht hier an jedem einzelnen Trainer, das sind wirklich echte Schweine, denen mal so richtig in den Arsch getreten werden muss. Und genau das tun Siegfried und ich jetzt hier auch. Ditto 43. One-Hit. Drei Level drüber und trotzdem One-Hit. Tja, Mitch, das war wohl nix. Besser im Denken bist du als im Kämpfen. Das würde ich auch so sehen. If we turn up the power of a radio signal for broadcast nationwide, the very tough excites me. Ach man, diese kranken Forschergedanken immer. Naja. Xerox auf jeden Fall mit einem One-Hit gegen ein 3-Level höheres Ditto. Hatte nicht mehr die Chance, sich zu transformieren. Und dubiose Disc und X-Spezial. Dubiose Disc ist noch ein Evolutions-Item. Ich weiß aber gar nicht, welches Pokémon man da entwickeln kann. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und hier ist der nächste Team Rocket-Rüpel. Juck, juck, juck. You're challenging me to battle. Ha, you're nuts, but you have guts. I like that. If you can beat me, I'll tell you a password to the boss room. Und wenn wir ihn schlagen, kriegen wir auch das zweite Passwort. Sehr, sehr schön. Zwei Pokémon hat der Kollege. Und er startet mit einem Radikal. Und dieses Juck, 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 der war auch schon in den früheren Generationen. Ist ein bisschen so ein Running Gag, der taucht immer wieder auf. Und gegen Raticate könnte ich jetzt sowohl Infernape als auch Toxicroak bringen. Aber Raticate würde hier in diesem Hack ein bisschen geboostet. Deswegen sollte man da eher vorsichtiger sein. Mit Risiko-Tackle und Hyperfang und sowas kann das schon, ja, sag ich doch, ordentlich Damage machen. Aber Xerox fängt das echt gut ab. Bei Toxicroak und Infernape wäre ich mir da nicht so sicher, hat sich auch fast selbst umgebracht gerade. Und wir erledigen meinen Rest. Und Bibarel, da können wir wieder auf unsere Wildkatze Number One, auf unser Luxray setzen. Und dank des Wassertyps von Bibarel sollte das eigentlich auch nach einem Spark eliminiert sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, trotz allem Level Vorsprung ein Easy One-Hit und Level 42 für Luxray. Sehr schön. Richtig gute Werte und Crunch, das ist sehr nice. Ein starker Unlicht-Move. Hier seht ihr es, 80 und die Chance, die Defense zu droppen des Gegners. Night Slash ist ein 70er-Move zwar, aber hat eine hohe Critical-Hit-Chance. Beides mit Stab. Ich hau mal Brüller weg, weil Crunch oder Night Slash können wir sowieso vergessen und Brüller brauchen wir sowieso nicht. Deswegen haben wir jetzt mal zwei starke Unlicht-Moves mit Crunch und Night Slash und das zweite Passwort ist Raticate Tail. Also sehr schwanzfixiert die Typen hier. Aber wir haben beide Passwörter, das ist sehr schön. Jetzt können wir nochmal Xerox aufheilen. Und was soll der Geiz? Zwei Super Potions, das geht schon. Und ja, the password for the boss room is Raticate Tail, but if you don't have both passwords, hahaha. Ja, das Lachen sollte dir eigentlich vergehen, du dreckiger Rübel, denn wir haben beide Passwörter tatsächlich. So, da kommen wir noch nicht rüber. Hier ist TM49 Snatch, das müsste, lass mich nicht lügen, Übernahme sein. Guck ich mal kurz nach, ob ich da richtig liege. The user steals the effect of any healing or status changing move the foe attempts to use. Ja, Übernahme. Drecks-TM brauchen wir nicht. Und hier war auch noch ein Item, oder? Jawohl. Ein Full Heal. Na, das ist doch mal was. Okay, bis auf diesen Hammerarm von dem einen King, da sind wir jetzt eigentlich sehr gut durchgekommen bis hierhin. Hier ist nix, oder? Ist doch irgendwas versteckt, oder nicht? Irgendwas? Das können die doch... Ah, wollte gerade sagen. Das können die doch hier nicht so einfach so lassen. Noch irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Nö, anscheinend war das alles. Und da sind wir jetzt auch wieder im Stockwerk vom Radio Transmitter. Hier kommen wir nur mit der Spracherkennung von Petrel hin und deswegen müssen wir ihn wohl besiegen, denke ich mal. Aber das haben wir bereits in der Safari-Zone geschafft. Und der nächste Rüpel wartet hier. Oh, a kid, I don't really like this, but I eliminate you, I must. Bist du Yoda oder was? Bisschen komisch redet der Junge. Ein Pokémon. Voin genau. Boah, Voin genau ist ein so hässliches, dreckiges und scheiß Pokémon. Und eine Nuzlocke-Challenge, das ist so gefährlich, denn mit Attacken wie Spiegelcape, Konter oder Abgangsbund könnte das wirklich kritisch werden. Und ich habe echt gerade ein bisschen Angst um Xerox. Aber wir müssten eigentlich schneller sein. Ich setze mal U-Turn ein. Müsste jetzt eigentlich auch echt gutes Damage machen. Aber das ist mir echt gerade ein bisschen zu riskant. Ja, gutes Damage. Boah, wollen genau. Heftig. Ich setze mal Garados ein. Um das habe ich nicht so viel Angst. So, was kommt jetzt? Intimidate. Mimic. Okay, hat U-Turn gelernt. Kein Ding. Machen wir mal Twister.
falls Spiegel Cape kommt. Flinch, sehr schön, nochmal Twister. Jawohl, Critical Hit und Voin genau ist besiegt. Das hätte übel enden können, aber wir haben es besiegt. Hat jetzt keins von seinen berüchtigten Attacken eingesetzt, aber es hätte schon übel werden können. Glaub mir mal, das ist immer gefährlich, so ein Voin genau so. Und da ist auch der Leaders Office Room, das Büro des Führers sozusagen. Und das ist doch nicht Petrel. Also, wenn ich von den Sprites der zweiten Generation ausgehe, von Pokémon Gold, würde ich sogar sagen, der sieht ein bisschen aus wie Giovanni. Naja, werden wir, denke ich mal, gleich sehen. Gehen wir nochmal hier kurz die Treppe hoch. Denn hier wartet noch ein Item auf uns. Und das ist TM 79 Dark Pulse. Eine recht starke Unlicht-Attacke, aber soweit ich weiß, ist die speziell und deswegen nichts für unser Luxtra. Ja, speziell 80er Move mit Chance auf Flinch, aber wir haben ja Crunch, auch 80er Move und physisch, viel besser für Luxtra, weil es physisch angreift und Chance auf Defense Drop, also brauchen wir erstmal nicht. So, auf zu... Nein, 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 jetzt nicht ein Rivalenkampf, oder? Panic, bitte verschon mich. Scheiße. So you're messing with them again. Huh, you must really like Team Rocket so much. Tell me, who was the guy in the cape who used Dragon-type Pokémon? My Pokémon were no match at all. I don't care that I lost. I can beat him by getting stronger Pokémon. It's what he said that bothers me. He told me that I don't love and trust my Pokémon enough. I'm furious that I lost to a bleeding heart like him. Huh, I don't have the time for the likes of you. Glück gehabt, also er will sich nicht mit uns abgegeben, das ist vielleicht auch mal ganz gut, obwohl ich ein bisschen wütend bin, dass er uns gerade wieder weggeschubst hat. Und die Niederlage gegen Siegfried frustriert ihn, denn Siegfried hat ihm gesagt, er liebt seine Pokémon nicht genug, aber das lassen wir jetzt erstmal hinter uns. Ich würde mal sagen, wir starten mal mit Gyarados, sollte eigentlich keine schlechte Wahl sein. Und ja, auf geht's. The door's closed, Yoni entered the two passwords, the door opened. Okay, gute Sache. Und jetzt geht es gegen wer auch immer du bist, Petrel oder Giovanni. Wir werden dich fertig machen, Team Rocket Vorstand. Auf geht's. Denn wir brauchen deine Stimme für den Radiotransmitter. Muhaha, we've been waiting for you. So you are Yoni. Me? You don't know who I am? It is me, Giovanni, the majestic Giovanni himself. Und ich hab's doch gesagt, tatsächlich, Giovanni ist zurück. Wahaha. Huh? I don't sound anything like Giovanni. I don't even look like Giovanni. How come I've worked so hard to mimic him? Und es ist doch der Vorstand Petrel, der uns mit seinem Verwirrspiel hoffentlich nicht verwirrt hat. So you're back again. You must be trying to sneak into the radio transmitter room. Well, that's not going to happen. That room is protected with a special password. The password is Hail Giovanni. Jetzt hört's echt auf, Team Rocket. Hail Giovanni ist das Passwort. Nicht nur gegen Kinder, gegen Pokémon, sondern auch noch hier nationalsozialistische Tendenzen. Ihr seid ein echter Verbrecherverein, also wirklich. Surprised to hear it from me, knowing the password won't help you though. The door won't open unless I say the password. It only reacts to my voice. Okay, Rocket-Vorstand Petrel. Sein übles Verwirrspiel hat uns nicht verwirrt, sondern er bestärkt in dem Glauben, ihn richtig wegzuklatschen. Und wenn wir die Spracherkennung aus dir rausprügeln müssen, diese Wörter... Wir hauen nicht weg, Alter. So. Womit beginnen wir mal? Mit Gyarados. Ich würde mal sagen, wir machen einmal Rain Dance, Poison Jab, okay. Solange wir nicht vergiftet werden, alles chillig. Regen ist oben und jetzt müsste eigentlich Surfer guten Damage machen. Ah, Protect. Natürlich. Egal. Skuntank ist schon ein starkes Pokémon. Eine echte Wall. Poison Jab nochmal. Ein Ding. Noch geht das alles mit Regen. Na, ihr seht, Gyarados macht mir viel zu wenig Schaden. Das ist einfach zu schwach. Es ist wahrscheinlich und alles, aber das reicht mir nicht. So. Immer noch ist der Regen oben. Jetzt nochmal mit Surfer angreifen. Poison Jab. Komm, überlebt Gyarados. Oh, Gift. Ich hoffe, wir überleben das gleich. Komm, kill. Kill, 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 kill. Sehr schön. Skuntank ist schon mal weg. Das erste Pokémon. Und... Boah, boah, Leute, das kann ja noch witzig werden. Spannender Kampf hier wieder. Gyarados überlebt ganz knapp. Und Weezing, Smogmog. Können wir eigentlich nur Gardevoir schicken? Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht explodiert, weil physisch hält Gardevoir nichts aus. Das wäre unser Tod.
ein Level über uns, aber wir sollten schneller sein und Psychokinese sollte eigentlich massiven Damage, wenn nicht sogar einen One-Hit bringen. Komm schon, Gardevoir. Jawohl. Sehr gute Arbeit. Weezing ist besiegt. 43 für Gardevoir. Schön. Also das macht sich echt. Und Crobat. Er würde das nicht einsetzen, wenn er nicht irgendeinen Undicht-Move gegen uns hätte. Deswegen bringe ich mal Luxtra. Bin ich mir ziemlich sicher, dass er irgendwas gegen uns machen kann. Crobat, okay. Auf 41. Das ist auf jeden Fall schneller als wir, denke ich mal. Aber Sparks sollte eigentlich jetzt echt guten Damage machen. U-Turn. Boah, Critical Hit. Natürlich Critical Hit. Oh, Leute. Macht mir doch hier keine Angst. Und ich setze Spark ein gegen Toxicroak. Ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt was Übles kommt, aber ich muss Gardevoir reinwechseln. Wegen vierfach Schwäche Psycho. Cross Chop. Ist nicht sehr effektiv. Fangen wir auch gut ab. Sehr schön. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir schneller sind. Jawohl, wir sind schneller. Vierfach Schwäche. Hau rein, Toxicroak. Gute Pokémon zwar Petrel, aber Toxicroak bringt dir nichts. So, jetzt wird er wahrscheinlich gleich wieder Crobat reinwechseln. Ja, war klar. Gut, dann bringe ich Luxray. Oder bringe ich Luxray? Ja, ich bringe Luxray. Trotz U-Turn, ich werde Luxray gleich einfach aufheilen. Boah, der Critical Hit eben war übel mit U-Turn. Übel Mübel, kann ich da nur sagen. So. Spannender Kampf. Wirklich ein spannender Kampf. Hyper Potion setzen wir einfach mal ein. Aeroas. Das war dumm. Das war wirklich dumm. Crobat. Spark. Wieder U-Turn, ey. Wieder ein Critical Hit. Alter, was ist denn das hier los? Ist das nur auf Critical Hits getrimmt oder was? 3 KP noch. Gyarados noch 5 KP. Was ist denn hier los? Boah, ist das ein spannender Kampf. Da dachte ich gerade, um Luxtra wäre es geschehen. Paralyse von Radikal. Sehr, sehr schön. Und ich bringe Scherox. Denn Scherox dürfte das eigentlich am allerbesten abfangen. Quick Attack. Lächerlich. Da wollte es uns finishen, aber hat nicht geklappt. Und jetzt werde ich mal, weil es eigentlich nicht allzu viel gegen uns machen können sollte und ich hoffe mal auf den Parahex, heile ich Luxtra wieder auf. Hier seht ihr es kurz. Und Double Edge. Sollten wir gut abfangen können. Jo, passt. So, und jetzt warte ich einfach darauf, dass die Paralyse aktiv wird. 33% heile wieder auf. Boah, was ein Battle hier gegen den guten Petrel. Double Edge. Ja, irgendwann wirst du dich selbst umhauen, Kollege. Ich setze nochmal eine Super Potion ein. Die reicht ja jetzt. Und hoffentlich gräbt er sich jetzt sein eigenes Grab mit Double Edge. Parahex, sehr schön. Und wir sollten auf jeden Fall schneller sein. Deswegen mache ich mal U-Turn. Hau rein, Radikal. So. Jetzt aber Luxray wieder rein gegen Crobat. Ich hoffe, jetzt kriegt er nicht schon wieder einen Critical Hit. Scherox Level 41, sehr schön. Oh, Kreuzschere. Ja. Nein, 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 soll schon lernen. Kreuzschere würde ich schon gerne lernen. Aber für was ist die Frage? Weil Bugbite ist dank Techniker und 90er Move. U-Turn ist strategisch gut, ein 70er Move. Ich hau mal Slash weg, weil es eben ohne, hat zwar eine hohe Critical Hit Chance, aber ohne Stab ist und X-Scissor mit Stab ist schon ganz gut. Also packe ich Slash mal weg. Und damit haben wir jetzt X-Scissor drauf, Kreuzschere. So, Crobat, natürlich Crobat. Ist sein letztes Pokémon, Petrel. Und immer noch bei einem vollen HP. Und diesmal bitte kein Critical Hit. Ja, und ohne Critical Hit macht das auch nicht halb so viel Schaden. Spark nochmal. Oh, ordentliches Damage. Wow, strong. Ja, das stimmt. Und jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Ich werde Luxray mal aufheilen erstmal. Ich warte jetzt nur darauf, dass er einmal was anderes macht. U-Turn. Hör doch auf. Hör mir doch auf. Ich versuche das jetzt auszustallen. Ich will jetzt keine Verluste.
in diesem Part. Das war schon so oft ganz knapp dran. Ich kann das ausdauern. Ich habe zwar nur noch 3 Super Potions, aber ich kann das eigentlich ausdauern. Wenn es immer dasselbe macht. Ich habe halt nur Angst vorm Crit. Ich habe halt wirklich nur Angst vorm Crit. Aber ich will es eigentlich nicht riskieren. Gyarados kann ich nicht reinbringen. Ne, ich warte erstmal noch. Ich warte erstmal noch. Ich habe zu viel Angst, dass ein Crit kommt und Luxray hier uns am Ende doch noch wegstirbt. Das wäre zu kritisch einfach. Und bald kann ich nicht mehr gegen heilen. Ja, und jetzt macht er auch langsam ein bisschen mehr an Damage. Letzte Super Potion. Egal, wir haben das Geld. Petrel ist echt eine Herausforderung. Und wir haben leider auch keinen Priority Move, sonst würde ich den jetzt natürlich einsetzen. 5 Hyper Potions haben wir noch. Ich könnte natürlich Sherox reinwechseln, aber hat das was gegen Sherox drauf? Müsste eigentlich nicht, ne? Ich glaube, ich wechsle jetzt mal Sherox einfach rein. Ich probiere es einfach mal. Ich gehe jetzt das Risiko. Komm schon, Sherox. Das fängst du ab. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt... Steelwing. Aeroas. Lächerlich. Lächerlich. Steelwing geht daneben. Aeroas. Komm schon jetzt, Sherox. Komm, triff. Danke. Hau rein, Crobat. Und hau rein, Petrel. Was war das denn gerade für ein heftiger Kampf? Executive Petrel ist besiegt. I couldn't do a thing. Ja. Du hast fast 2 meiner Pokémon umgehauen. Since disbanding Team Rocket 3 years ago, our Giovanni has been missing. But we are certain he's been waiting for the right time for our revival. Wahaha, losing to you won't change the fact that you are unable to get in the radio transmitter room. You need my voice to unlock it. Verpisst er sich einfach, der kleine Schisser Petrel. Chatot, hail Giovanni. Aha. Da ist doch ein kleiner Papagei, der Petrels Stimme imitiert, würde ich mal sagen. Chatot is mimicking the voice of Petrel. You may be able to... Ja, das denke ich auch, dass wir dazu in der Lage sind. Aber jetzt wird erstmal ein wenig geheilt. Denn, boah, das war eine echt spannende Folge, wie ich fand. Und mit glücklichem Ende. Luxtra war einmal fast down. Gyarados war eigentlich schon so gut wie weg, dachte ich. Dank des Giftes. Und sie alle haben überlebt. Und dafür haue ich jetzt einfach auch mal meine letzten 3 Hyper Potions auf den Kopf. Denn, ich vertraue dem Braten hier noch nicht so ganz. Eine haben wir dann gleich noch. Und unsere Pokémon haben sich wirklich gut gemacht, muss man so sagen. Und am Ende haben wir es dann doch gebacken bekommen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und in der nächsten Folge werden wir dann mit Hilfe dieses Chatot in den Radio Transmitter Room gelangen, hoffentlich. Mit der Sprachmittlung und dann dem Treiben von Team Rocket hier ein für alle Mal ein Ende setzen. In diesem Sinne wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.